Abnehmen leicht gemacht mit Medikamenten? Ein Drittel aller Menschen weltweit ist übergewichtig. In Deutschland sind sogar mehr als die Hälfte aller Erwachsenen zu dick. Betroffen vor allem Männer. Wie schön wäre es, das Hüftgold würde einfach abschmelzen. Ein Bonner Forscherteam unter Federführung von Alexander Pfeiffer vom Institut für Pharmakologie und Toxikologie geht genau dieser Frage nach, wie sich unerwünschtes Fett aus dem Körper entfernen lässt. Eine erste wichtige Erkenntnis: Fett ist nicht gleich Fett. Es gibt braune Fettzellen und weiße Fettzellen. Während die weißen Fettzellen der größte Energiespeicher des Körpers ist, sind die braunen Fettzellen ein wichtiger Energieverbrenner. Wenn man so will, eine Art Heizofen, den wir in unserem Körper tragen. Die überflüssigen Pfunde an Bauch, Beinen und Po bestehen aus weißem Fett. Weiße Fettzellen sind relativ groß und enthalten einen einzigen Fetttropfen, der nicht benötigte Energie für den Körper speichert. Weißes Fett macht rund ein Fünftel des Körpergewichts aus. Zu viel davon macht Probleme. Nimmt man zu viel Energie zu sich, werden die weißen Fettzellen immer dicker, immer fetter. Und das weiße Fett nimmt an Masse zu und man nimmt an Gewicht zu. Das Problem dabei ist, dass sich dann das weiße Fett auch entzündet und es kommt zu Folgeerkrankungen wie Diabetes, Herzinfarkt, aber auch einige Krebsarten sind mit Fettleibigkeit und Adipositas vergesellschaftet. Die Zellen des braunen Fettgewebes hingegen enthalten viele kleine Fetttröpfchen, verbrennen Energie und halten so den Körper auf konstanter Temperatur. Bei Erwachsenen findet sich im Nacken- und Schulterbereich noch ein Rest von 50 Gramm braunem Fett. Die Bonner Wissenschaftler haben jetzt entdeckt, welches körpereigene Molekül das braune Fett aktiviert. Der Botenstoff Adenosin dockt an Rezeptoren der braunen Fettzellen an und stimuliert die Fettverbrennung. Bei Mäusen erhöht sich dadurch die Körpertemperatur. Also um herauszufinden, welche Rolle das Adenosin für das braune Fett spielt, haben wir den Rezeptor für das Adenosin in Mäusen zerstört. Und man sieht hier sehr schön, dass die Mäuse, denen der Rezeptor fehlt, die sind kühler. Hier ist eine Infrarotaufnahme. Und die Maus, die den Rezeptor hat und ganz normales Adenosin, diese Maus, die kann sehr schön das braune Fett aktivieren. Man sieht hier diesen weißen Fleck. Hier ist es sehr heiß, weil das braune Fett dieser Maus aktiviert wurde. Die Forscher haben sich auch die Frage gestellt, ob sich weiße Fettzellen in braune Fettzellen umwandeln lassen und man so auf einfache Art und Weise Fett verbrennen und abnehmen könnte. Weißes Fett lässt sich normalerweise nicht aktivieren, weil ihm die dafür notwendigen Adenosinrezeptoren fehlen. Transferiert man aber Mäusen das Gen für den Adenosinrezeptor in ihre weißen Fettzellen, bilden auch sie den Rezeptor aus. Sie verhalten sich jetzt wie braune Zellen. Die Fettverbrennung wird angekurbelt. Die Mäuse nehmen ab. Wir suchen Ansatzpunkte für die Therapie der Fettleibigkeit und der Adipositas. Und das Adenosin könnte so ein Ansatzpunkt sein, um das braune Fett eben zu überreden, Energie abzugeben, aber auch das weiße Fett dazu zu bringen, zu bräunen, eben auch nicht nur Energie zu speichern, sondern auch abzugeben. Bis ein entsprechendes Medikament zum Abnehmen entwickelt und erfolgreich am Menschen getestet ist, können noch Jahre vergehen. Bis dahin müssen Übergewichtige weiterhin Sport treiben und auf Fastfood verzichten, um abzunehmen.